So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins Erkundungstour. Wir haben in der letzten Folge Ägypten begonnen und haben die Hälfte geschafft. Ich hätte auch einfach hier gucken können, ne? Ob wir die Hälfte der Touren schon abgeschlossen haben, aber egal. Ja, wir haben jetzt die zweite Hälfte von Ägypten vor uns und ich glaube, wir verbringen da auch nochmal, ich glaube, knapp 40 Minuten oder unter 40 Minuten. Ich bin gar nicht mehr so sicher, was ich in der letzten Folge so ausgerechnet habe. Aber ich glaube, um die Dreh ist es schon die Zahl gewesen. Und wir beginnen mit der Flora des alten Ägyptens. Da fahren wir über die Pflanzenwelt des alten Ägypten. Willkommen bei die Flora. Das Klima und die einzigartige Geografie des Nildeltas ließ eine Vielzahl von Pflanzenarten gedeihen. Viele davon dienten den alten Ägyptern als Nahrungsmittel oder als Handelsware. Die beständigen Nilschwemmen ermöglichten eine Selbstversorgung über Jahrhunderte. Oh, stimmt, ich muss ja eh drücken. Entschuldigung. Die wohl nützlichste Pflanze war der Papyrus. Dieses lange Sauergras wuchs entlang der Ufern des Nils in unglaublichen Mengen. Am bekanntesten dürfte die Verwendung als Papier sein, aber die Ägypter kannten noch weitere Einsatzmöglichkeiten. Für Seile, Sandalen und Matten etwa. Boote aus Papyrus sind auf Zeichnungen und Reliefs zu sehen. Sie kamen bei rituellen Zeremonien zum Einsatz. Mhm. Und es gab Papyrus-Rätsel. Entlang des Nils fanden sich auch viele Baumarten. Dattelpalme, Johannesbrotbaum und Tamariske. Was ist Tamariske? Der früheste im alten Ägypten kultivierte Baum war der Feigenbaum. Feigen sind auch sehr lecker. Gefolgt von Apfel, Granatapfel, oh, Granatapfel sind auch und geil. Schließlich während des Neuen Reichs der Olive. Oliven sind auch geil. Die Mangozucht war das Ergebnis des späten Imports aus Asien im Mittelalter. Mhm. Einige Bäume verbanden die Ägypter mit Göttern, etwa die Akazie mit Horus. Es hieß, die Gottheiten Thoth und Seshat hätten die Herrschaft des Königs in einen Avocadobaum gerissen. Avocados sind auch geil. Der Ahorn war mit der Göttin Isis, der Patronin des Lebensrituals, verknüpft. So. Reisepass, altägyptische Hieroglyphen. Verraten wir über die Hieroglyphen, ihre Entwicklung und was sie uns über die altägyptische Kultur verraten können. 7 Minuten, der kommen. Wetten, wir müssen wieder mit einem Boot umherschippern? Nein! Haha, müssen wir nicht. Willkommen bei altägyptische Hieroglyphen. Ab Hieroglyphen sag ich mir natürlich dienten der Niederschreibung religiöser Inhalte. Man findet sie auf Monumenten, Statuen und Papyri. Die ältesten Symbole, die Hieroglyphen ähneln, fand man auf Keramiken aus dem Jahr 4000 vor unserer Zeit. Diese stilisierte Schrift aus Bildern und Zeichen war die einzige, die von den Anfängen bis zum Untergang des Pharaonenreichs genutzt wurde. Die alten Ägypter bezeichneten die Hieroglyphen als die Schrift der Götter. Wie kann man denn die Hieroglyphen dann eigentlich betrachten? Wir haben hier das Auge. Heißt das Auge Sehen oder Erkenntnis? Heißt, ich denke mal, das soll ein Ohr darstellen. Hören, Ohr oder keine Ahnung, wofür was noch ein Ohr steht. Ich war nie gut in Interpretation. Fuß für Boden, Standhaftigkeit. Waren das einzelne Begrifflichkeiten? Also waren das einzelne Sätze oder hat man einfach so Substantive aneinandergereiht, die dann irgendeinen Sinn ergeben haben? Die Schriftzeichen galten als schwer verständlich. Ihr Gebrauch war den Pharaonen, dem Adel und den Priestern vorbehalten, für Zeremonien, Gräber und die Verwaltung. Da nur wenige Ägypter imstande waren, die Hieroglyphen zu lesen, also umgab sie stets eine Aura des Mysteriösen. Oh, nee, imstande, und des imstande. Aber ist es wirklich so schwer, die Hieroglyphen zu verstehen? Weil ich als Laie würde einfach behaupten, man muss ja nur die Bedeutung kennen von den einzelnen Bildern. Und ich denke mal, so viele Bilder gab es eventuell nicht. Kann auch sein, dass ich eines Besseren belehrt werde im Laufe der Tour. Aber man muss ja eigentlich nur dann diese einzelnen Bilder
in den richtigen Kontext bringen. Die Hieroglyphen bieten einen tiefen Einblick in die altägyptische Kultur. Nicht nur was ihre Übersetzung, sondern auch was ihre Struktur anbelangt. Man fand sie in Grabmälern, auf Sarkophagen, auf Statuen und Töpferwaren und sie wurden in zahllosen alten Papyri gewissenhaft aufgezeichnet. In vielen Tempeln führten die Priester tägliche Rituale und Opfer durch. Hieroglyphen spielten dabei eine wichtige Rolle. Auf den Gemälden der Grabkammern zeigen die Hieroglyphen formelhafte Texte. Das Rezitieren dieser Texte sollte es dem Verstorbenen ermöglichen, bis in alle Ewigkeit von den Opfergaben zu profitieren. Hieroglyphen konnten in Form von Zaubersprüchen auch Krankheiten heilen und Medizin verstärken. Zu den wohl berühmtesten altägyptischen Texten gehört das Totenbuch. Der in Hieroglyphen und auf Hieratisch verfasste Text beschreibt Zaubersprüche und Rituale. Die heiligen Formeln sollten für einen sanften Übergang sorgen und den Verstorbenen auf seinem gefährlichen Weg in die Unterwelt schützen und leiten. Krass, wie gläubig die waren. Wie ist denn das eigentlich so entstanden? Hat da mal irgendjemand gedacht, ja, wenn jemand stirbt, der muss hier geschützt werden, weil seine Seele durch ein anderes Reich erst gelangen muss, bevor es den Frieden findet, den die Seele verdient? Also es muss doch irgendeinen Anlass gegeben haben, dass man so gläubig geworden ist. Klar, man konnte sich viele Sachen nicht erklären, zum Beispiel Meteoriten hat man gedacht, oh Gott, wir haben die Götter erzürnt oder irgendwelche, meinetwegen Brände oder Dürren. Das konnte man sich ja zur damaligen Zeit nicht erklären, hatte deswegen diese Götter erfunden und hat gesagt, oh, wir müssen jetzt hier ganz viele Ziegen, Kühe oder Schweine opfern, damit der Gott dann besänftigt ist. Und was ich mich frage, wie kommen die auf die Namen? Wer hat gesagt, oh ja, Sachmet, Sachmet ist ein Name für eine Göttin oder für Rehe? Oder Tod? Oder Horus? Auch nach ihrer Entschlüsselung gestaltete sich das Lesen der Hieroglyphentexte schwierig, da sie aus mehreren Richtungen gelesen werden können. Abhängig von der Ausrichtung der Zeichen wurden Texte von links nach rechts, rechts nach links oder von oben nach unten gelesen, nie aber von unten nach oben. Ja, von unten nach oben wäre ein bisschen komisch, oder? Würde ich zumindest so als komisch empfinden. Einen Hinweis auf die Lesrichtung kann die Ausrichtung der Bildzeichen geben. Weist ein Piktogramm nach rechts, muss der Leser rechts beginnend in Richtung des Piktogramms lesen. Textspalten auf Papyri beginnen rechts. Dann wird jede Spalte von oben nach unten gelesen. Also wie in Manga sozusagen. Das muss ich ja auch sagen, ich habe ja auch ein paar Mangas zu Hause, ich habe versucht, die zu lesen. Aber ich weiß immer nie, ob ich rechts runter oder eigentlich, glaube ich, von rechts nach links. Aber ich habe immer irgendwie das Gefühl, nee, eigentlich müsste ich jetzt die untere Szene lesen, weil die irgendwie mehr Sinn ergibt und dann bin ich komplett verwirrt. Die Texte in den Grabmälern erinnern in ihrer Struktur oft an Comicbücher. Der Text kann vor, hinter oder über einer Figur stehen. Die Bildzeichen weisen in dieselbe Richtung wie die Figur. Namen von Göttern oder Hieroglyphen, die Götter oder Könige repräsentieren, stehen immer vor dem beschreibenden Text. Verglichen mit alphabetischen Sprachen verfügen die Hieroglyphen über mehr Symbole. Da es keine Zeichen für Vokale gab, entwickelte man eine weitere Kategorie von Zeichen. Diese wurden hinter ein Wort gesetzt, um dessen Bedeutung festzulegen. So konnte das Bild eines Löwen konkret dieses Tier bezeichnen, darüber hinaus aber auch die ihm zugeschriebenen Eigenschaften wie Macht und Stärke. Aha. Oh Gottes Willen. Die mittelägyptischen Hieroglyphen bestanden aus etwa 700 Zeichen. Ich nehme meinen Satz von vorhin zurück, es gibt doch sehr viele Symbole. Waren es um die 10.000. 10.000? Der Ägyptologe Sir Alan Gardiner legte eine klassifizierende Liste mit allen gängigen Hieroglyphen samt Varianten an. Weißt du, wie cool das wäre, wenn man das schreiben kann? Oh Gott, was ist das? Okay, das habe ich hier das Spiel komplett
zerstört. Wie cool es wäre, wenn man bei Duolingo, ne, kein Chinesisch, kein Hebräisch oder Thailändisch, sondern einfach hier Hieroglyphen lernen könnte. Die altägyptischen Sprachen weisen viele Parallelen zu asiatischen und afrikanischen Sprachen auf. Ah. Aus ihnen entwickelten sich verschiedene Formen der Schriftsprache. Stimmt, das sieht schon ein bisschen sehr ähnlich. Es gab 5 klar abgrenzbare Entwicklungsstufen der ägyptischen Sprache. Jede davon verfügte über eine eigene Struktur. Es waren das Altägyptische, das Mittelägyptische, das Spätägyptische, das Demotische und das Koptische. Aha. Das Koptische hat als einzige überdauert und dient Linguisten heute als lebendiges Studienobjekt zur Unterscheidung von Dialekten. Aha. Obwohl die Hieroglyphen und hieratische Texte viel über die Struktur der altägyptischen Sprache verraten, bleibt die Aussprache Gegenstand von Diskussionen. Das Team entschied sich fürs Englische. Die Charaktere nutzen dabei aber alte ägyptische oder griechische Wörter oder einen Akzent. Die Sprache, die man häufig im Hintergrund hört, basiert größtenteils auf der ägyptischen Grammatik von Sir Alan Gardiner. Um die tote Sprache wieder zum Leben zu erwecken, baten wir Ägyptologen und Sprachexperten um Unterstützung. Für die Sprechrollen wurden vor allem Schauspieler mit arabischen, hebräischen oder afrikanischen Wurzeln gecastet. Mhm. Krass. Nach der Ankunft Alexanders des Großen und der Etablierung eines neuen Reichs wurde Griechisch zur Amts- und Verkehrssprache. Da die griechischen Einwohner keine Hieroglyphen lesen konnten, errichtete man immer häufiger mehrsprachige Stelen, wie den Stein von Rosette. Mhm. Mit dem Siegeszug des Christentums endete die Kultur der Pharaonen und ihre heidnischen Monumente verfielen. So sieht Alexandria aus, oh Gott. In der Spätantike ging schließlich alles Wissen um die Hieroglyphen verloren. Oh Gott, das ist so traurig. Ich bin traurig ums verlorene Wissen, obwohl es nur Wissen ist. Ist ja nicht so, dass ein Mensch gestorben ist, sondern das hat mich schon irgendwie richtig weh. Jean-François Chambillon erfahre mehr über die Entschlüsselung der Hieroglyphen. Oh, sehr gerne. Willkommen bei Jean-François Champollion. Zwischen dem 5. Jahrhundert das ist auf jeden Fall arabisch, das sehe ich. Und der Renaissance war das Wissen um die Hieroglyphen verschwunden. Ich glaube, müsste arabisch sein. Viele Enthusiasten versuchten sich an der schweren Aufgabe ihrer Entzifferung, allerdings ohne großen Erfolg. Einigen Forschern gelang es, einzelne Namen oder grammatische Strukturen zu identifizieren. Sie konnten außerdem bestätigen, dass Kartuschen auf königliche Namen verweisen. Dennoch fehlte es an den entscheidenden Hinweisen, bis schließlich die Entdeckung des Steins von Rosette den Durchbruch brachte. Mhm. Der Stein von Rosette wurde 1799 von einem Offizier der napoleonischen Armee entdeckt. Die Stele wird auf das Jahr 196 vor unserer Zeit datiert. Die 3 sinngemäß gleichen Texte wurden in Hieroglyphen, auf Demotisch und Altgriechisch festgehalten. Nach der Niederlage Napoleons im Jahr 1801 bemächtigten sich die Briten des Steins. Er wurde der Sammlung des British Museum einverleibt und ist bis heute eines der populärsten Exponate des Museums. Da muss ich unbedingt hin. Und dann gehe ich in das Museum und sage, ah, den Stein habe ich bis jetzt mit Obelschnitz gesehen. Aha. Der stand nämlich hier. Genau da. Im Jahr 1803 gelang eine erste Übersetzung des altgriechischen Abschnitts. Es handelt sich um ein Dekret Ptolemäus des 5., das daran erinnert, dass er Ägypten zu Wohlstand verholfen hatte. Übersetzt wurde der Text schließlich erst 20 Jahre später von Jean-François Champollion, der mit einem Faksimile arbeitete. Was ist ein Faksimile? Amenemone. La grammaire Champollion gelangte zu einer entscheidenden Erkenntnis, die das Geheimnis der Hieroglyphen lüften sollte. Nämlich, dass es sich nicht nur um Bildzeichen, sondern auch um Lautzeichen handelte. Hieroglyphen bestehen demnach aus Lautzeichen, Bildzeichen und Deutzeichen. Letztlich also aus einer Kombination aus phonetischen und alphabetischen Zeichen und Symbolen. Hm. So ein bisschen hier entlang.
Champollion fiel auf, dass sich bei ein und demselben Wort die Anzahl der Hieroglyphen von der der griechischen Schriftzeichen unterschied. Daher gelangte er zu der Überzeugung, dass die Hieroglyphen auch phonetische Zeichen besitzen. Dies war der erste Schritt, um das Geheimnis des Steins von Rosette zu lüften. Um seine Theorie zu beweisen, begann Champollion, die Namen ägyptischer Herrscher zu identifizieren und ihre phonetische Aussprache mit der griechischen Version zu vergleichen. Der Erbauer der großen Pyramide hieß mit ägyptischem Namen beispielsweise Khufu, was im Griechischen zu Cheops wurde. Die Khufu-Pyramide. Um dieses Verfahren zu bestätigen, zog Champollion in einem nächsten Schritt den Champignon denken von Philae als zusätzliche Referenz heran. Er konnte auf dem Obelisken die Gravuren der Namen von Ptolemäus und Kleopatra identifizieren. Schließlich bestätigte er, dass sie denselben phonetischen Mustern folgen wie auf dem Stein von Rosette. Da wusste Champollion, dass er endlich auf der richtigen Spur war. Ach, das muss ein richtig schönes Gefühl gewesen sein für ihn. Champollion beherrschte bereits mehrere alte Sprachen, als er sich mit dem Stein von Rosette beschäftigte. Dank seiner Kenntnis des Koptischen erkannte er die Sonnenscheibe auf dem Obelisken, den er untersuchte, als phonetische Übersetzung von Re. Weitere Übersetzungen bestätigten seine Rückschlüsse. Die ägyptischen Hieroglyphen erfüllten sowohl phonetische als auch bildhafte Funktion, was heißt, dass das Symbol auch das Wort selbst bezeichnen kann. Interessant. Das ist wirklich interessant. Die Gründung Kyriens. Erfahre mir über die Stadt Kyrien. Oh ja. Die wurde ja von den Römern gegründet, wenn ich mich recht entsinne. Willkommen bei Kyrene. Hallo. Die Kyrenaika erstreckt sich entlang der Küste Nordwestafrikas. In der Antike war es als Pentapolis bekannt. Ein Hinweis auf die fünf wichtigsten Städte, die die griechischen Kolonien bildeten. Eine Kolonie griechischer Siedler gründete 630 vor unserer Zeit die Stadt Kyrene auf einem üppigen Hochplateau des Grünen Bergs im heutigen Libyen. Kyrene wuchs schnell und breitete sich über die Terrassen des Plateaus aus, was sie zur ersten und größten der fünf Kolonien machte. Idiotin! Die Stadt Kyrene wurde von Bathos Aristoteles, der vom Orakel von Delphi geleitet wurde, gegründet. Überfüllt und von Dürre geplagt, konnte Bathos' Heimatinsel Thera ihre Bewohner nicht ernähren. Bathos befragte das Orakel, das verlauten ließ, sie sollten auf der Suche nach Ackerland an die nordafrikanische Küste reisen. In den ersten zwei Jahrhunderten herrschte eine Reihe von Königen über die Stadt. Eine Rebellion beendete jedoch schließlich die Monarchie und fortan wurde die Stadt von der Aristokratie regiert. Kyrene war berühmt für seine Tempel, die den Göttern Apollon, Demeter und Zeus an der Seite ptolemäischer Götter wie Isis und Serapis gewidmet waren. Eine große Agora prägte das Stadtzentrum und am westlichen Rand entstand die berühmte Akropolis. Ende des 2. Jahrhunderts wurde um den Hafen herum eine Befestigungsmauer errichtet. Als die Stadt wuchs, wurden weitere Gebäude hinter den Mauern errichtet. Unter römischem Einfluss wurde Kyrene zu einem Wirtschaftszentrum, das im gesamten Mittelmeerraum an Bedeutung gewann. Kyrenes Ärzteschule wurde lediglich von der auf der griechischen Insel Kos übertroffen. Einige Größen der antiken Mathematik, Astronomie und Geographie wurden in der Stadt geboren oder gründeten Schulen in der Stadt, wie Aristippos, ein Schüler Sokrates, der ein philosophisches Institut gründete. Von 115 bis 117 unserer Zeit kam es im jüdischen Viertel zu einem Aufstand, der die Stadt Kyrene schwer beschädigte. So. Zahlreiche Kämpfe,
Schlechtes Management der eigenen Silphium-Ernte und Erdbeben zogen die Stadt in Mitleidenschaft. Im Jahre 365 unserer Zeit wurde sie vollständig aufgegeben. Das ist so traurig. Überleg, wenn es das alles nicht gegeben hätte, in welchem Glanzgrüne wahrscheinlich heute strahlen würde. Der nahegelegene Hafen von Apollonia war ein idealer Ort mit seiner natürlichen Einbuchtung, die von zwei Inseln und felsigen Buchten geschützt ist. Neben einem Leuchtturm wurde der Hafen später mit Kais und Lagerhallen ausgestattet, um dem zunehmenden Schiffsverkehr Rechnung zu tragen. Ja, Treppen zu benutzen ist schon ein bisschen schwierig für die gute Layla. Ist hier hoch? Ja. Mit seinem Erfolg als Handelshafen übertraf Apollonia Kyrene und wurde schließlich zur Hauptstadt der Pentapolis. Eine Reihe von Erdbeben verlagerte die Stadt allmählich, sodass ein Großteil buchstäblich versank. Einige Ruinen sind immer noch unter Wasser zu sehen. Oh, es ist traurig. Ist das traurig? Die Agora und Thermalbäder erfahren wir über die öffentlichen Räume Kyrens und ihre Funktion für die Stadt. Willkommen bei die Gladiatoren-Arena. Oh. Ups. Na gut, dann haben wir halt jetzt die Gladiatoren-Arena gemacht. Obwohl es erst in der späteren römischen Ära Gladiatorenkämpfe in Kyrene gab, entschied sich das Team aus zwei Gründen für eine Arena. Erstens wollte man diesen wichtigen Aspekt des römischen Alltagslebens nicht unterschlagen. Zweitens versprach man sich interessante Gameplay-Optionen. Oh ja, total interessant. Vor allen Dingen die gallischen Brüder, die einen komplett niedergemesselt haben, obwohl man 5 Stufen drüber gewesen ist. Ansonsten war es total toll, diese Gladiatoren zu besiegen. Die ersten Gladiatoren in den Arenen waren Kriegsgefangene. Oh Gott, die Armen. Diese Tradition der blutigen Kämpfe zwischen Menschen oder Menschen und Tieren überdauerte fast 1000 Jahre. Krank. Krank, krank, krank. Da tanzen sie hier, ne, draußen. Schließlich betraten auch Freiwillige die Bühne. Diese oft besser ausgebildeten Kämpfer erhöhten die Qualität der Darbietungen in der Arena. Schließlich entwickelte sich das Berufsbild des Gladiators, wie wir es aus Hollywood kennen. Man musste sich einem Meister verpflichten und wurde von diesem ernährt, trainiert und in Baracken untergebracht. Gibt es einen bekannten Gladiator eigentlich? Die Gladiatoren wurden in leicht und schwer bewaffnete Kämpfer eingeteilt. Jeder Typus verfügt über spezielle Waffen und Rüstung. Oft trafen im Kampf 2 vom Publikum bevorzugte Gruppen aufeinander. Wieder Bären? Leicht gegen schwer, schwer gegen leicht? Ja, das Gleiche, ich hab's andersrum gesagt. Naja, egal. Alles war streng durchorganisiert. Im Hintergrund spielte Musik, überwacht wurden die Kämpfe von einem Schiedsrichter. Der Tod des Verlierers im Kampf oder durch das Urteil des Publikums war nicht das einzig mögliche Ende. Man konnte auch aufgrund hervorragender Leistungen begnadigt werden und hohes Ansehen erringen. Interessant. So, es gäbe zu der ursprünglichen... Ach, jetzt haben wir die letzte genommen. Na schön. Komische Bettgenossen. Ptolemäe braucht einen Schuss vor den Seleukiden. Okay, so, warte. Hier muss ich hin, oder? Ja, genau. Willkommen bei die Agora und Thermalbäder. Thermalbäder. Die Agora von Kyrene war zugleich Marktplatz und politisches Zentrum der Stadt. Der zentrale Innenhof lag unter freiem Himmel, während die ihn umgebenden Marktstände und Läden von den lang überdachten Säulengängen geschützt wurden. Wie in anderen griechischen Städten gehörte zur Agora eine zentrale Versammlungsstelle, die man Prytaneion nannte. An diesem Ort wurden die Gäste der Stadt willkommen geheißen.
Herzstück der Agora war eine Statue, die Ruhm und Siege der Seefahrt pries. Die weiblichen Formen könnten darauf hindeuten, dass es sich um Nike handelt. Sie ähnelte sehr wahrscheinlich der Nike von Samothrake, die heute im Louvre ausgestellt wird und dem Team als Referenz diente. Das sieht so cool aus. Auf der Agora von Kyrene gab es zahlreiche Tempel und Bildwerke, die den Stadtgründer König Batos und die Stadtgötter ehrten. Zudem fand man zwei Altäre, die zum Tempel des Apollon gehörten, sowie eine Marmorstatue der Göttin Lybia. Hat die was mit Libyen zu tun? Zu den Profanbauten zählten ein Gerichtshof und ein angegliedertes Archiv, in dem Rechtstexte und andere für die Verwaltung der Stadt wichtige Dokumente verwahrt wurden. Die Brandspuren an den Überresten des Gebäudes deuten darauf hin, dass es möglicherweise während der jüdischen Rebellion im Jahr 115 unserer Zeit zerstört wurde. Warum müssen die denn immer alles zerstören? Öffentliche Bäder waren für griechische und römische Städte üblich. Das galt auch für Kyrene. In den Ruinen entdeckte man zwei Thermalbäder aus verschiedenen Epochen. Eine Inschrift über dem Eingang eines dieser Bäder war offenbar dem Besitzer gewidmet und lässt eine Datierung in die Zeit des Hellenismus zu. Komm ich hier rein? Die Mosaikfußböden hatten ursprünglich einen in erster Linie praktischen Nutzen. Sie waren wasserdicht. Die von den Griechen nach Ägypten und in die Kyrenaika importierten Bildmotive zeigten vor allem Alltagsszenen, die Meeresfauna oder mythologische Figuren. Neben den traditionellen griechischen Motiven wurden auch spezifisch ägyptische Motive wie die Lotusblume integriert. Die schönsten und am besten erhaltenen Mosaike fand man jedoch in Alexandria. Die Bäder von Kyrene wurden in unterirdischen Gewölben errichtet, die man zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert vor unserer Zeit anlegte. Die Arbeiter schlugen Sitze in den Fels, um die Waschungen bequemer zu gestalten. Wie viele andere öffentliche Gebäude waren auch die Bäder kunstvoll geschmückt. In ihren Räumen fand man Statuen der Aphrodite und des Bogenschützen Eros. Das Frigidarium, ein Kaltwasserbecken, war der erste Raum, den man als Besucher betrat. Gefolgt wurde es vom Tepidarium und schließlich vom Heißwasserraum, den man das Caldarium nannte. Das Wasser der Thermalbäder stammte aus natürlichen Quellen. Man legte heiße Steine ins Wasser, um den gewünschten Dampfbad-Effekt zu erzeugen. Das Quellwasser floss in eine Zisterne und einen Brunnen, den man die Aqua Augusta nannte. Unter Kaiser Trajan wurden weitere römische Bäder erbaut, die man unter Hadrian restaurierte. Nach dem Erdbeben im Jahr 365 unserer Zeit wurden sie durch Bäder im byzantinischen Stil ersetzt. Dabei kamen viele Steine der alten Bäder zum Einsatz. Das Team nutzte für den Entwurf dieser Orte im Spiel Beschreibungen der Bäder aus der Zeit des Kaisers Trajan. Der Tempel des Zeus in Kyrene. Erfahren wir über den Zeus-Tempel in Kyrene. Ob der wahrscheinlich auch auf dem alten ägyptischen Tempel erbaut worden ist. Ich weiß gar nicht, bei welchem Tempel das gewesen ist. War das sogar in Kyrene? Ich weiß es gar nicht mehr. Willkommen bei der Tempel des Zeus in Kyrene. Der Tempel des Zeus stand nach Osten, zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet. Er wurde im 5. Jahrhundert vor unserer Zeit erbaut. Das imposante, 70 Meter lange Gebäude mit seinen 46 dorischen Säulen war der größte griechische Tempel in Afrika. Er war sogar größer als der Parthenon und der Zeus-Tempel von Olympia. Die Gestaltung der Fassadendekoration folgte den Prinzipien der dorischen Ordnung.
Die Abmessungen der Säulen waren unterschiedlich. Je nach Blickwinkel erzeugte das beim Besucher den Eindruck von Einzigartigkeit. Nachdem der Tempel während der jüdischen Rebellion zerstört worden war, ließ Kaiser Hadrian ihn restaurieren. Er baute den äußeren Portikus nicht wieder auf, ließ aber neue korinthische Säulen aus Marmor fertigen. Der Tempel wurde später unter Marcus Aurelius fertiggestellt. In der Zeit des Augustus diente eine kleinere Kopie des Olympischen Zeus als Objekt der Verehrung. Hadrian ließ schließlich eine neue 12 Meter hohe, den Zeus von Olympia ebenbürtige Statue anfertigen. Das gewaltige Marmorbildnis wurde als Vollplastik konzipiert. Archäologen bestätigen, dass es in diesem Tempel eine monumentale Zeus-Statue gab. Ob es sich dabei wirklich um Zeus oder nicht doch um ein Bildwerk des Zeus-Amun-Kultes handelt, bleibt umstritten. Zeus-Amun-Kultes? Das Team entschied sich, an dieser Stelle eine Zeus-Amun-Statue zu platzieren, da Kyrene als Zentrum dieses Kultes im griechischen Mittelmeerraum galt. Wichtige Monumente in Kyrene erfahren wir über das Heiligtum des Apollon und das Amphitheater von Kyrene. Willkommen bei Wichtige Monumente in Kyrene. Das Heiligtum des Apollons liegt am Rande des Plateaus von Kyrene, das Mittelmeer überblickend. Man gelangte entweder über die Straße von Apollonia und die Nekropole oder über den geheiligten Weg dorthin, der von der Agora kam. Die zahlreichen Tempel und Statuen der Stadt spiegeln die diversen Einflüsse der griechisch-römischen und ägyptischen Kultur über die Jahrhunderte wider. Tempel, die Apollon, Kyrene oder Zeus gewidmet waren, standen neben denen ptolemäischer Gottheiten wie Serapis oder Isis. Zahlreiche Brunnen waren mit Statuen geschmückt, unter ihnen auch die Schutzgöttin und Namensgeberin der Stadt, Kyrene. Ich finde, Kyrene ist so ein schöner Name, wie Nike. In das Heiligtum mit dem Brunnen des Apollon gelangte man durch einen Propylon genannten Torbau. Der Sonnengott Apollon war sowohl für die Griechen als auch für die Römer von großer Bedeutung. Das Heiligtum, das man zu seinen Ehren errichtete, galt als unantastbar. Der imposante Tempel wurde auf einem Felsen erbaut und war mehr als 200 Meter lang und etwa 50 Meter breit. Umgeben war er von einem monumentalen Säulengang im dorischen Stil. Von Archäologen freigelegte Abschnitte deuten darauf hin, dass die Säulen um 115-116 unserer Zeit restauriert wurden. Der Altar befand sich vor dem Tempel. Beide sind etwa gleich alt, wurden jedoch zu unterschiedlichen Zeiten restauriert. Zu Ehren des Apollon wurden jedes Jahr zahlreiche Stiere auf dem Altar geopfert. Die Spuren des Rings, den man nutzte, um die Tiere zu binden, sind bis heute zu sehen. Krass. Und davon haben die wohl kein Bild einfügen können, wo man die Ringe sieht? Die während der römischen Ära entstandene Statue des Apollon mit Kithara wurde in der Nähe des Tempels entdeckt und gilt als bedeutender archäologischer Fund. Warum muss man denn das hier alles aufmachen? Als man die Statue fand, war sie in mehrere Teile zerbrochen. Die meisten Fragmente wurden gefunden und zusammengesetzt. Heute ist die Skulptur im British Museum zu sehen. Das Team orientierte sich beim Entwurf des Bildnisses an der aktuellsten Rekonstruktion und platzierte die Statue des Schutzgottes im Inneren des Tempels. Immer diese nackten Statuen. Das Amphitheater von Kyrene liegt auf den Terrassen von Myrtosa, neben dem Heiligtum des Apollon. Es wurde im 2. Jahrhundert auf den Überresten des alten Theaters erbaut. Ursprünglich eine Theaterbühne,
baute man es zum Amphitheater um, als man Geschmack an den römischen Gladiatorenkämpfen fand. An beiden Seiten des Amphitheaters gab es Eingänge. Zum Schutz vor den in der Arena tobenden wilden Tieren ersetzte man die ersten beiden Sitzreihen durch eine Mauer. Der Tunnel, durch den Tiere und Gladiatoren zogen, verlief um das Theater herum. Anders als beim römischen Kolosseum, wo dieser unterirdisch verlief. Stimmt. Im Untergeschoss wurden sowohl Tiere als auch Gladiatoren untergebracht. Es gab sogar Aufzüge, mit denen man Käfige ins Zentrum der Arena hieven konnte. Alles für die Belustigung. Alles für die Belustigung. Da das ursprüngliche Theater nahe an einer Klippe lag, ließ die Erweiterung keinen perfekten Kreis zu. Stattdessen verband man Halbkreise zu einem Oval. Diese elliptische Form garantierte immer noch beste Sicht von allen Plätzen aus. Aus technischen Gründen entschied sich das Team für eine kreisrunde Konstruktion und nutzte die römischen Arenen als Referenz. So, dann haben wir rein durch noch zwei. Die Akropolis von Kyren erfahren wir über die Akropolis der Stadt Kyren. Willkommen bei die Akropolis von Kyrene. Die im Westen gelegene Akropolis von Kyrene war kleiner als die von Athen, obwohl dieser Aussichtspunkt der Stadt einen gewissen Schutz bot. An ihrem Eingang stand ein von zwei Türmen flankiertes Tor. Eine bis heute lesbare Inschrift belegt, dass die Mauern und die Zitadelle zu Zeiten des Augustus restauriert wurden. Diese Marmorsäulen sehen so toll aus. Das ist genau mein Geschmack, ne? Vor Ort fand man zahlreiche Statuetten, unter ihnen auch eine Darstellung der Berenike, der Tochter des Königs Magas von Kyrene, eines Halbbruders Ptolemäus II. Am nordöstlichen Turm liegt ein Heiligtum, bestehend aus zwei Tempeln, einem Vestibül und einem Altar, der vermutlich Serapis und Isis geweiht war. Als sie die Tempel ausgruben, fanden die Archäologen Spuren einer verheerenden Feuersbrunst. Allerdings ist unklar, wann dieses Feuer tobte. Ach Mensch. Im 20. Jahrhundert wurde der Stadtteil mit einer Festung überbaut, um sich gegen Eindringlinge zu schützen. Die nahegelegenen römischen Bauten wurden vollständig überbaut. Archäologen arbeiten bis heute an ihrer Freilegung. Was? Und seit wann? Also wann haben die mit der Freilegung angefangen? Hauptexport aus Kyren erfahren wir über die Quelle des Wohlstands von Kyren. Bestimmt auch Datteln, Feigen, bestimmt eher Früchte, oder? Willkommen bei Hauptexporte aus Kyrene. Kyrenes Haupteinnahmequellen waren die Kultivierung und der Export von Mohnblumen und Silphium. Obwohl auch das Opiumöl der Mohnblumen exportiert wurde, weiß man wenig über diese Pflanze. Über die Kultivierung von Silphium liegen uns heute weit mehr Informationen vor. Welche zum Beispiel? Silphium galt wegen seiner leuchtend gelben Blüten als Geschenk des Sonnengottes. Silphium wurde ausschließlich in dieser Region am Mittelmeer angebaut, zu Höchstpreisen verkauft und war so zentral für den Wohlstand der Kyrenaiker, dass es sogar auf Münzen abgebildet wurde. Also wenn man so eine Münze jetzt noch finden sollte, ob die viel Wert hat? Die Wurzeln des Silphiums enthielten ein Harz, das für die Herstellung von Arzneien gegen Husten, Fieber, Magenverstimmungen und viele anderen Leiden eingesetzt wurde. Man nutzte es auch als Verhütungsmittel. Ach so. In einer Rezeptsammlung aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit wird das Kraut häufig erwähnt. An einer Stelle dient es der Verfeinerung eines Flamingo-Gerichts.
Was? Oh Gott, Entschuldigung. Das hab ich mich erschrocken. Hohe Nachfrage, Raubbau und möglicherweise auch eine Klimaveränderung führten schließlich zum Aussterben der Silphio-Pflanze. Das ist traurig. Alles traurig zum letzten Mal wurde sie im 4. Jahrhundert unserer Zeit erwähnt. Und bis heute fanden sich keinerlei Spuren der einst so populären Pflanze. Ach, das ist natürlich krass. Das ist der wahre Klimawandel. Nein, Spaß. Aber das ist schon echt krass, dass die es überhaupt nicht überlebt hat. Krass. Das ist echt heftig. Und was auch noch heftig ist, dass wir jetzt die kompletten Ägypten-Touren abgeschlossen haben. Und das heißt, wir begeben uns als Bayek von Siwa in der nächsten Folge zu den Pyramiden. Da bin ich schon richtig gehypt und bin ich wirklich gespannt darauf, was uns dort erwarten wird. Und ja, ich denke, wir werden da auch, denke ich mal, 2 Folgen lang damit zu tun haben. Na, also wenn ich uns sehe, 13 und 15 Minuten. Das ist halt schon ein Brocken, den wir da vor uns haben werden. Aber ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.